In diesem Video zeige ich euch einen richtig krassen neuen XP-Glitch im Chapter 5 Season 2, mit dem ihr sehr, sehr schnell leveln könnt und den neuen Battle Pass sehr schnell voll leveln könnt, auch alle Bonusbelohnungen freischalten könnt. Ihr solltet also unbedingt bis zum Ende dranbleiben, um keinen Schritt zu verpassen. Das Ganze ist extrem einfach und sehr effektiv, Leute. Damit könnt ihr mehrere hunderttausend XP pro Tag bekommen. Vergesst nicht, den Kanal zu aktivieren, keine jetzt wieder täglichen XP-Glitches, V-Bug-Stitches, Freeskin-Glitches und vieles mehr in der neuen Season zu verpassen. Es gibt auf jeden Fall wieder täglicher Content, Leute. Wir sind so kurz vor den 70.000 Abonnenten. Ich bin froh, wenn wir die nächsten Tage erreichen. Vielen Dank für den Support. Außerdem, Leute, habt ihr die Chance, auf jeden Fall einen Battle Pass in der neuen Season vor mir zu gewinnen. Also, was ihr dafür machen müsst, ist mein Creator-Code, den Traum, bei euch in meinem Shop einzutragen. Denn wenn ihr das Ganze macht, unterstützt ihr mich zum einen die Giveaways von den Battle Pässen. Aber, Leute, ihr habt auch die Chance, bei 1000 Unterstützern, wenn wir die erreichen, einen Battle Pass vor mir zu gewinnen. Deswegen verpasst auf gar keine Fall eure Chance und tragt diesen ein. Außerdem, Leute, habt ihr noch die Chance, einen Battle Pass von mir zu gewinnen, indem ihr einfach meiner WhatsApp-Gruppe joint. Diese ist auch ganz oben in der Beschreibung und in den Kommentaren verlinkt, denn dort gibt es auch bald exklusive Giveaways, die es so auf YouTube nicht gibt, wie zusätzliche Battle Pässe auf jeden Fall. Und ja, ich würde sagen, genug Gelaber, jetzt fangen wir direkt an mit dem Video. Also, was ihr auf jeden Fall machen müsst, ist einfach, wenn ihr in der Lobby seid, in die Modusauswahl zu gehen, beziehungsweise zu Mapcode und aber den folgenden Mapcode hier einzugeben. Diesen hier müsst ihr einmal aus der Beschreibung rauskopieren, Leute, oder abtippen. Da weiß ich auf jeden Fall um diese 1 gegen 1 Map. Diese müsst ihr dann einmal auswählen. Wenn ihr sie öfter spielen wollt, könnt ihr sie natürlich favorisieren. Diese wählt ihr dann einmal aus. Wichtig, dass ihr das Ganze auf privates Match stellt. Geht einmal auf Spielen und werden direkt hier in das Spiel reingeladen. Und ich würde sagen, wir sehen uns direkt gleich wieder, wenn wir dann hier reingeladen sind. Okay, das Spiel startet jetzt auf jeden Fall direkt hier automatisch. Wenn wir jetzt hier reingeladen sind, sind wir auf jeden Fall hier in dieser Spawn-Area. Und von hier aus müssen wir uns jetzt einmal hier auf das Spielfeld begeben. Was ein ganz normales 1 gegen 1 ist. Also ihr könnt auch ganz normal 1 gegen 1 machen mit euren Freunden. Was wir aber einmal als erstes bauen, ist folgendes. Und zwar, wenn wir uns hier nach rechts drehen, sehen wir hier die ganzen Items, die wir hier aufsammeln können. Wir müssen uns einmal hier ganz in die rechte Ecke begeben und uns einmal hier erstmal einen Hexenbesen besorgen. Diesen einmal aufsammeln, Leute. Und dann drehen wir uns einmal um und nehmen uns nochmal einen Grappler, weil diesen können wir auch sehr, sehr gut hier gebrauchen. Und ja, wenn wir das Ganze da gemacht haben, begeben wir uns einmal jetzt von hier aus in die ganz hintere Ecke hier zu dieser Telefonzelle. Und wenn wir jetzt hier sind, müssen wir einmal jetzt hier hintergehen und einmal in diese Richtung hier schauen. Und dann müssen wir insgesamt einmal 3 Treppen nach oben bauen. 1, 2, 3. Von da aus baut ihr dann einmal davor dann einen Boden. Dreht euch dann einmal nach links und baut nochmal eine Treppe und darauf einen Boden. Und wenn ihr jetzt hier drauf geht, seht ihr einmal hier in der Mitte diesen Secret Button, mit dem wir interagieren können. Und das ist auch genau das, was ihr einmal machen müsst. Und zwar müsst ihr euch jetzt einmal hier mit diesem Button interagieren. Wir sind jetzt hier in diesen geheimen Raum reingespawnt. Okay, was wir jetzt sehen können, ist einmal hier diesen Countdown in der Mitte, der jetzt hier auf jeden Fall von 10 Minuten runterläuft. Aber Leute, dieser ist noch nicht abgelaufen. Das heißt, ihr müsst jetzt einmal warten, bis dieser abgelaufen ist. Und es gibt verschiedene Möglichkeiten. Entweder bleibt jetzt hier einfach stehen und wartet einfach, bis es abgelaufen ist. Könnt AFK gehen oder so. Oder ihr macht einfach folgendes und holt euch in der Zeit einfach noch ein paar AFK-EP-Buttons ab, womit ihr auf jeden Fall dann euer EP gleich extrem boostet. Und dafür müsst ihr einmal in den wieder zurück gehen und wieder den Raum verlassen. Und geht dann einmal hier zu dieser 1 gegen 1 Rampe. Und der erste Button befindet sich auf jeden Fall hier drunter. Hier befindet sich dieser. Mit diesem können wir einmal interagieren. Und wenn wir dann hier zurückgespawnen, bekommen wir jetzt auf jeden Fall hier einige an EP, beziehungsweise nicht so viel, aber insgesamt lohnt sich auf jeden Fall sehr, weil das Ganze wird jetzt die ganze Runde so weiter durchlaufen. Und das ist auf jeden Fall der erste von insgesamt 2. Der zweite befindet sich hier bei dieser Stelle, wo man auf jeden Fall die Himmelsfarbe ändern kann. Und hier einmal ganz rechts in der Ecke habt ihr auf jeden Fall den zweiten Button, mit dem wir wieder interagieren können. Und wenn wir zurückgespawnt bekommen, nochmal einen kleinen Boost an EP. Aber ja, das ist jetzt nicht so viel, aber es lohnt sich auf jeden Fall, könnt ihr euch auf jeden Fall abholen, um eure EP noch ein bisschen zu boosten. Und ja, auf jeden Fall müsst ihr einmal jetzt wieder zurückgehen zu der Stelle, wo ihr auf jeden Fall jetzt gerade warten, diese Secret Area. Geht dann einmal hier zurück und müsst jetzt einfach warten, bis dieser Countdown runtergelaufen ist. Es ist jetzt noch knapp 8 Minuten und ihr müsst jetzt einfach warten, bis dieser Countdown auf 0 runtergelaufen ist. Okay, der Countdown ist jetzt hier runtergelaufen. Du müsst doch auf jeden Fall einmal warten, bis auch der linke und rechte Countdown hier noch zusätzlich abgelaufen ist. Also alle drei hier auf 0 stehen. Und ihr seht auch auf jeden Fall, dass im Hintergrund die AFK-EP mittlerweile schon echt viel sind. Also 16.000 EP, also lohnt sich auf jeden Fall, das hier während ihr wartet zu machen. Also die Schritte von gerade. Was ihr einmal machen müsst, ist euch einmal jetzt zu der linken Ei hier zu begeben. Und hier könnt ihr auf jeden Fall einmal mit diesem Secret-EP-Button interagieren. Das Ganze machen wir einmal. Und wenn ihr das Ganze noch mehr boosten wollt, geht einmal hier zu dieser Wand und holt euch hier noch diesen EP-Button ab.
Und damit hat wir auf jeden Fall einiges euch hier abgeholt. Als nächstes müssen wir uns auf die andere Seite begeben, zu diesem anderen Objekt hier. Und hier mit diesem Secret EP-Button interagieren, Leute, wodurch wir nochmal geboostet werden. Und danach geht ihr nochmal hier an diese Wand, genauso wie dort drüben gerade, und holt euch hier auch diese EP einmal ab. Und dann haben wir das Ganze auch hier in diesem Raum erledigt, Leute. Und als nächstes gehen wir uns dann einmal hier zu dieser Stelle, wo auf jeden Fall dieses No Entry steht. Und hier oben, wir haben es einfach schon über 40.000 EP, ist wirklich krank. Und wenn ihr hier an dem Eingang seid, schaut ihr einmal nach oben und habt hier direkt den nächsten EP-Button. Also es gibt hier wirklich sehr, sehr viele Buttons auf dieser Map. Und diesen haben wir jetzt auch einmal eingesammelt. Dann gehen wir einmal hier in diesen Raum rein und begeben uns ja mal ganz in diese Ecke. Und stellen uns hier einmal so rein, dass wir hier so ein bisschen so drin stehen. Und dann machen wir jetzt einfach hier irgendein Emote. Und wie ihr sehen könnt, werden wir jetzt hier in diesen weiteren Raum hier reingespawnt. Und hier können wir dann mit dem nächsten Schritt hier einmal fortfahren. Okay, Leute, als nächstes müsst ihr einmal warten, bis diese Countdowns hier noch abgelaufen sind von diesen Dingern hier auf jeden Fall, diesen Gegenständen. Und dann begebt ihr euch hier einmal zu dieser Spinne hier und habt ihr hier einmal diesen nächsten Secret EP-Button, mit dem wir einmal interagieren, Leute. Und danach können wir noch einmal hier unten mit dem weiteren EP-Button interagieren. Und wie ihr sehen könnt, werden wir jetzt aber dieses Mal zurück auf die Spawn-Area gespawnt und müssen jetzt wieder zurück auf das Spielfeld gehen. Aber was wir jetzt auf jeden Fall einmal machen, wir können jetzt einfach den Besen benutzen und uns direkt damit wieder zurückbegeben zu der Stelle, wo wir in den Secret Room kommen. Deswegen sollte ich auch diese Items auf jeden Fall am Anfang nehmen. Dann machen wir wieder den Emote und sind hier wieder zurück. Diesmal gehen wir dann auf die Rückseite dieser Spinne und haben jetzt hier unten den nächsten EP-Button. Und wenn ihr das Ganze gemacht habt, geht ihr einmal an die Wand und habt hier noch einen, mit dem wir ebenfalls interagieren können. Und wir haben hier noch auf der Rückseite einen letzten Button bei dieser Spinne, mit dem wir auch interagieren können. Und haben wir das Ganze auch abgeschlossen. Wenn wir das Ganze dann gemacht haben, sehen wir ja da hinten diese Vogelscheuche, zu der wir uns jetzt einmal hinbegeben müssen. Und hier haben wir weitere EP-Knöpfe, die wir uns holen können. Und zwar diesmal fangen wir hier an mit diesem Button. Diesen interagieren wir, dann nehmen wir den hier in der Mitte. Und dann haben wir hier links außen auch nochmal einen. Wir haben jetzt auch einfach die 100.000 EP erreicht. Das ist wirklich geisteskrank. Da haben wir eine weitere Vogelscheuche. Zu der gehen wir auch einmal hin. Und wenn wir an dieser angekommen sind, habt ihr hier den nächsten Secret EP-Button. Wenn wir mit diesem interagiert haben, Leute, haben wir noch hier auf der linken Seite einen weiteren. Und dadurch werden wir auf dem Feld jetzt hier zurückgespawnt in die Spawn-Area, Leute, und können jetzt direkt mit dem nächsten Schritt direkt fortfahren. Was wir jetzt wieder machen müssen, wir müssen uns wieder mit dem Besen zurückbegeben, wieder in den Secret Room und erneut zu der Statue auf jeden Fall hingehen, zu dieser Vogelscheuche, weil es noch gibt noch einen weiteren Button, den wir uns an der Stelle abholen können, einfach hier wieder emoten und dann einmal hier wieder zu der Vogelscheuche hingehen, das ist glaube ich diese hier. Und dann, wenn wir hier einmal auf die Rückseite gucken, an diese Wand hinter dieser Vogelscheuche, haben wir einen weiteren Button und wir werden dadurch wieder zurückgespawnt. Aber wir haben jetzt auf jeden Fall schon 120.000 EP. Eine der besten Maps auf jeden Fall, die sich sehr, sehr lohnt. Und zwar gehen wir wieder erneut zurück in diese Secret Area. Aber diesmal müssen wir alles ein bisschen anders machen. Und zwar, wenn wir jetzt dort sind, müssen wir dieses Mal nicht wieder hier den Emote machen, sondern gehen jetzt einmal hier nach rechts und wieder hier die nach oben, diese Rampe. Von hier aus gehen wir dann in die linke Ecke und machen wieder ein Emote. Dadurch werden wir jetzt in diese Secret Area gespawnt und haben jetzt hier wieder diese zwei Timer, die jetzt mittlerweile abgelaufen sein sollten. Und mit diesen zwei können wir dann einmal hier interagieren mit diesen Buttons, die nochmal unsere EP aufboosten. Dann begeben wir uns einmal hier in die hintere Ecke, die rechte Ecke, interagieren mit diesem Button. Gehen dann einmal in die linke Ecke und haben hier wieder einen Button. Also Leute, es gibt so viele Buttons, es ist eine der einfachsten Maps, einen Exit-Button. Aber diesen dürfen wir auf gar keinen Fall nehmen, Leute, sondern einfach dahinter gehen. Und hier haben wir dann einen weiteren Button, mit dem wir hier interagieren müssen. Dadurch werden wir zurückgespawnt auf die Spawn-Area, Leute. Und ja, das war es auf jeden Fall von dem heutigen Video gewesen. Ihr könnt wirklich mit dieser Map extrem viel EP farmen. Ich habe jetzt auch keinen EP Boost, das heißt, ich bekomme jetzt nicht so viel, wie ihr bekommen könnt. Also ihr könnt noch deutlich mehr bekommen. Ich habe gesehen, man kann damit sogar über 400.000 EP bekommen, wenn man den Extrem EP Boost anhat. Kommt mal in die WhatsApp-Gruppe, Link ist in der Beschreibung. Bis zum nächsten Mal, haut rein und ciao, ciao.